So, und nun suchen wir den finalen Gegner. Es wird ein Mann sein. Von Alex Sim. Vier Menschen sind noch im Lostopf. Und wir werden jetzt das erste losziehen. Das heißt, ich habe es schon gezogen. Wen dürfen wir euch jetzt präsentieren? Ein Gast aus München, der heute zum ersten Mal hier im Roxy zu sehen und zu hören sein wird. Klatscht ihn auf die Bühne. Hier ist Max Oswald! Max Oswald! Hi! Auch wenn ich euch nicht sehen kann, ganz kurze, typische Kennenlernfrage zu Beginn. Sind religiöse Fanatiker anwesend? Oh. Ja, vielleicht mit dem Steinigen kurz warten, bis nach dem Text, vielleicht erübrigt sich das. Der Text heißt, wenn Gott ein Kuchen wäre. Wenn ich frage, was das ist der Pathosarm. Den braucht man immer, wenn man was über Religion sagt. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, auch wenn unter den Menschen solche waren, die das Wort Hasi-Pupsi unironisch verwendeten. Doch Gott war klar, dass eben nicht immer alles klappen kann und man nach 6 Tagen Schöpfung auch einfach K.O. ist. Und die Menschen waren leider dumm, denn sie richteten die Erde und sich selbst zugrunde, erfanden dafür aber Dinge wie elektronische Bilderrahmen, Bananenschneider oder Hüte, deren Zipfel elektronisch von links nach rechts zappeln. Dinge, die sie danach im Meer entsorgen, weil wo auch sonst? Da die Menschen sehr dumm waren, herrschte natürlich auch Zwietracht unter ihnen, unter anderem wegen ihres Glaubens. Da dachte Gott, dass das wirklich unglaublich dumm sei und er da mal wieder was machen sollte und ließ ihnen daher den Erzengel Jürgen erscheinen. Ha, servus, grüß Gott und hallöle. Der Erzengel Jürgen war zufälligerweise Schwabe. Sodele, ihr wollt nur schön was loswerden. Ihr werdet alle sterben. Ha, Späßle gemacht. Das funktioniert echt immer, hey. Eure Gesichter hättet ihr mal sehen sollen. Köstlich. Jedenfalls, der Chef hat gemeint, jetzt wär's doch nochmal wieder soweit. Er hat gerne mal wieder vorbeigucken. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her. Also, meine lieben Menschen, wahrlich, ich sage euch, euch soll heute der Heiland erscheinen. Halleluja. Und so erschien ihnen Gott. Und siehe da, alle monotheistischen Weltreligionen waren geschockt. Gott ist ein Kuchen. Alle haben sie die ganze Zeit an dasselbe geglaubt. Israelis und Palästinenser kratzten sich am Kopf, senkten behutsam ihre Raketenwerfer und sagten, Huppala. All der Groll war Geschichte und auf der ganzen Welt wurden große Feste gefeiert. Die Menschen stritten nicht mehr, sondern schlemmten und genossen miteinander. Und niemand hatte mehr Angst vor Überfremdung, da ja alle Menschen eines vereinte, das Gebäck. Und Gott sah es und es war gut. Und so sagte er zum Erzengel Jürgen, ha, siehst, super Sach, jetzt hält sie sich endlich alle lieb, die Grasdackel. Denn Gott war aufgrund meiner vielseitigen Dialektkenntnisse auch Schwabe. Sehr erschreckende Vorstellung für so manchen, ich weiß. In der Kunst wurde eine neue Epoche eingeleitet. Bilder wurden gemeinhin als gâteauesque bezeichnet. Denn Gâteau ist französisch für Kuchen und alles klingt viel künstlerischer, wenn man es auf Französisch sagt. Niemand pilgerte mehr über den Jakobsweg oder nach Mekka. Wieso? Mekka hatte keinen guten Bäcker. Im Gegensatz zu Bagdad, aber lassen wir das. Alle waren vereint, liebten sich, respektierten sich, holten sich Tipps bei Propheten wie Tim Melzer, wie beispielsweise nicht zu viel Mehl in die Süßspeise. Sie aßen endlich ein leckeres letztes Abendmahl, lasen gemeinsam im Talmud und Koran im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Teiges. Alua Bakba, Shalom Nom 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 und so weiter. Phil Collins wurde stark übergewichtig und sang den ganzen Tag Another Day in Paradise, weil er fand, dass das halt so schön zu dem Ganzen passt, denn auch Phil Collins war Schwabe. Keine Ahnung, warum das steht hier so. Viele freuten sich auch, dass sich Beschneidungen nur noch auf Kuchen beschränken. Klare Devise, Kuchen vor Haut. Ihr lacht bei den Penissitzen, ihr seid sehr sympathisch. Die Konditoreien ersetzten die Kirchen, Moscheen und Synagogen. Die Menschen errichteten Schreine und sammelten dort ihre Reliquien wie das Nudelholz von Nazareth, den Backpinsel von Bethlehem oder den Messbecher von Mekka, welche alle nur zufällig Alliterationen waren. Und alles war friedlich, bis einer zum anderen sagte, ey, yo, 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 halt, 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 halt. Du bringst auch was durcheinander. Gott ist eine Schwarzwälder Kirschtorte und kein Marmorkuchen.
Er spricht irgendwie wie Andy Lay, ich weiß auch nicht warum. Da brüllt ein Dritter von hinten. Marmorkuchen! Schwarzwälder Kirschtorte ist am Herz für euch! Gott ist ein Käsekuchen, ihr Ungläubigen! Und so begann es und die Menschheit spaltete sich. Manche Abspaltungen spalteten sich noch weiter, weil sie sich nicht über die Zutaten ihres jeweiligen richtigen Kuchens übereinkamen. Und wiederum weitere Abspaltungen der Abspaltungen der Abspaltungen bekriegten sich, weil die einen Ober-Unterhitze und die anderen Umluft bevorzugten. Oder weil sie sich stritten, ob Jesus in der logischen Konsequenz einfach nur ein kleinerer Kuchen, eine Quiche oder gar ein Muffin sei. Für die Zeit nach der Auferstehung waren sich jedoch viele einig, dass er da ein Lebkuchen war. Sekten und militante Bewegungen wie die Blätterteigfront oder die Streuselritter bildeten sich, die das Schlemmen von Laugenbrezeln als Gotteslästerung ansahen und mit dem Tod vergalten. Manche wollten einen Gottesstaat errichten, in dem es nur noch ihren Kuchen zu essen geben sollte und in dem man geköpft wird, wenn man ein bisschen Sahne drauf machen will oder einen anderen Kuchen auch nur anspricht. Andere gründeten politische Bewegungen, die sich regelmäßig montags trafen und sich dann nannten pathologisch Übergewichtige gegen die Marmorkuchenisierung des Abendlandes. Kurz, Pücken da. Ja, die haben sich nicht so viele Gedanken über die Abkürzung gemacht. Das sind nicht die hellsten Leuchten im Lampenladen. Und Gott sah es und es war schlecht. Er schüttelte den Kopf, insofern das eben geht, da er ja ein Kuchen ist, seufzt und sagt, Heiligsblechle, Bimbam Abrau, Descenso Spezialiste, blicke die Rindviecher, das ist immer noch nicht. Was für ein Kuchen ist doch wurscht. Im Kern ist es doch alles dasselbe. Lecker. Und für die Moral bemüht sich Gott jetzt Hochdeutsch zu sprechen, immer, ne? Und der eigentliche Gag ist doch der, zusammenzusitzen und miteinander zu essen. Amen. Max Ossold. Max Ossold, unsere Startnummer 1 in der zweiten Hälfte.